Die Musik von Karel Svoboda war für den großen Erfolg des Films entscheidend. Das ist sehr gut, weil das können die Kinder auch mit einem Finger auf Piano spielen. Oder? Das glücklichste Moment dabei war, dass Regisseur Václav Orlíček kommt zu mir und sagt mir, du, ich sage dir offen, mir ist das egal, wie du das machst, aber ich möchte schöne Musik, keine infantile Musik, sondern wie die Erwachsene. Musik, die ist romantisch, schön und ich warte der Resultat. So wurde die Musik den Personen und den Stimmungen im Film angepasst.